sein. Nein, ein wunderbares Leben hat der Herr uns geschenkt, dass wir mit ihm leben, mit ihm, auf ihn vertrauen können. Yeah. Same thing happened to me, yeah. Yeah. Thomas Paul könnte dieselbe Geschichte in Grün erzählen, yeah, aus seiner Ingenieurarbeit. See, these, now we were telling about this joyful, sorrowful and the glorious outpourings. Also wir haben angefangen zu sprechen über die Ausgießung der Freude, der Leiden und der Verherrlichung. I will conclude with what Saint John of the Cross says. Und ich möchte abschließen mit dem, was Johannes vom Kreuz gesagt hat. It's an image of fire and the firewood. Es ist ein Bild vom Feuer. Fire and the firewood, no? Logs. Fire. Wood and the fire. Also Holz und Feuer. Okay. So what happens? When you put the wood into the fire, also wenn das Holz in das Feuer legt, immediately it starts to burn. Wird es doch sofort anfangen zu brennen. Initially it will burn nicely. Es brennt normalerweise ganz wunderbar. So that is joyful time. Das ist so die Zeit der Freude. Then slowly that wood becomes to darken. Und dann irgendwann wird das Holz schwarz zu Asche. And all the impurities come out. Und alles was innen drin ist, kommt raus. Some liquids may come out, no? Vielleicht kommt so Flüssigkeit oder irgendwas raus. It's purification. Das ist dann die Reinigung. Sometimes there will be sound, sometimes there will be smell. Manchmal gibt es Geräusche oder komische Gerüche. Then it comes to the next stage. Dann kommt das nächste Stadium. So what happens? All the impurities are taken away. Also alle diese Läuterung ist vorbei. It starts to glow, flame. Dann fängt es an wirklich zu glühen und ja. Yeah, it happens in our life. Und das ist das, was in unserem Leben geschieht. No, sometimes, no, there will be a lot of joy. Manchmal ist unser Leben einfach nur voll Freude. Then there will be a time of purification. Und dann gibt es eben auch in unserem Leben diese Zeit der Läuterung. But after that comes resurrection. Aber dann kommt die Auferstehung. Remember that every Good Friday is followed by Easter Sunday. Erinnern wir uns daran, nach jedem Karfreitag kommt der Ostersonntag. Yes or no? Stimmt das? And also the opposite, there is no resurrection without crucifixion. Und genauso umgekehrt, es gibt keine Auferstehung ohne Kreuzigung. So what do the Lord wants to tell us today? Also, was möchte der Herr uns heute sagen? He wants to tell each one of us. Er möchte jedem von uns sagen, my son, my daughter. Mein Sohn, meine Tochter. I know you through and through. Ich kenne dich durch und durch. I know your pain. Ich kenne deine Schmerzen. I know your brokenness. Ich kenne deine Zerbrochenheit. I know your relationships, broken families. Ich kenne alle deine Beziehungen, deine gebrochenen Beziehungen. I know your sickness. Ich kenne deine Krankheit. But you come to me. Aber du kommst ja zu mir. And leave me all your worries unto me. Und überlasse mir alle deine Sorgen. I will give you rest. Ich werde dir Ruhe schenken. Don't try to carry this burden by yourself. Versuch doch nicht, diese Last selber zu tragen. Give to me and trust. Überlass es mir und vertraue. So let us tell the Lord. Und so wollen wir dem Herrn sagen. Lord Jesus. Herr Jesus. You are our creator. Du bist unser Schöpfer. Lord, you are the one who sees our hearts. Du bist derjenige, der unsere Herzen sieht und kennt. Lord, I believe that you are my creator. Ich glaube, dass du mein Schöpfer bist. Lord, I believe that you are my savior. Ich glaube, dass du mein Retter bist. Lord, I believe that nothing is impossible for you. Und ich glaube, dass dir nichts unmöglich ist. Lord, I know that you have a great good plan for me. Ich weiß, dass du diesen großen guten Plan für mich hast. Lord, I believe that. Herr, das glaube ich. You will help me. Du wirst mir helfen. Whoever forsake me, you will not. Wenn mich andere auch verstoßen und verlassen, du nicht. My Jesus. Mein Jesus. I trust in you. Ich vertraue dir. My Jesus. Mein Jesus. I trust in you. Ich vertraue dir. My Jesus. Mein Jesus. I trust in you. Ich vertraue dir. Vater, unser im Himmel.
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. We are going to prepare ourselves to receive the Lord. Wir bereiten uns jetzt vor, dass wir den Herrn in der heiligen Eucharistiefeier empfangen. In a special way we ask the intercession of our Blessed Mother. Und in besonderer Weise bitten wir heute um die Fürbitte der Mutter Gottes. Because today is the feast of the Immaculate Heart of our Mother. Weil heute ist das Fest des unbefleckten Herzens Mariens. Yeah. So let us prepare ourselves. Also bereiten wir uns jetzt auf diese Feier vor. Ich möchte noch mal daran erinnern,